mir sitzt der Jan Lukas, der wird das alles kommentieren, was ich hier spiele. Da fangen wir doch gleich schon mal an. Genau, der Sven spielt jetzt nämlich Moonin. Das ist ein kleines Denk- und Puzzlespiel aus dem Hause Dedelic und es handelt sich hier um die nordische Mythologie. Der erste Versuch hat eben gerade schon nicht so super funktioniert. Da hingen wir in diesem Bildschirm etwas länger fest. Ich hoffe, das Ganze wird jetzt nicht passieren. Es sieht jetzt schon mal genauso schlimm aus wie eben gerade, aber vielleicht wird endlich passiert was. Okay, der Sven kann jetzt mal anfangen mit dem Spiel. Und hauptsächlich geht es darum, dass man halt bestimmte Spielelemente in diesem Spiel drehen kann. Jetzt zum Beispiel seht ihr da gerade, das mittlere Element lässt sich mit der Maus, also mit der Maus drehen. Und dann soll man halt diese schwarzen Federn vom Raben halt einsammeln. Und wenn man alle Federn eingesammelt hat, dann gewinnt man das Level und wird ins nächste befördert von dem Raben. Ihr habt eben gerade schon gesehen, wie das aussieht. Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Physik spielt hier keine Rolle. Ansonsten, da vorne seht ihr jetzt so rote Kristalle, die dürfte man jetzt nicht berühren. Und die Leiter kann man natürlich benutzen, um dann irgendwo hochzukommen. Das hat der Sven jetzt auch schon super gemacht. Und jetzt sind wir schon im dritten Level, das ging jetzt schneller als erwartet, also bei unserer ersten Testversion hat das Ganze etwas länger gedauert. Daher haben wir auch schon hier etwas verzweifelt. Aber ja, vier Federn müssen wir jetzt noch hier in diesem Level einsammeln. Und ich glaube, wir sind Thor oder so, ne? Ich weiß gar nicht, welcher Gott in der griechischen, in der nordischen Mythologie wir jetzt hier eigentlich gerade sind. Das stand da bestimmt am Anfang, hättet ihr euch durchlesen sollen. Ansonsten, die Hintergründe und so sind ja relativ nett animiert. Und ja, der Dedelic ist ja dafür bekannt. Und wir haben eine Errungenschaft bekommen. Das ist ja schön. Also letztes Mal haben wir keine Errungenschaften bekommen. Und hier seht ihr noch mehr von diesen roten Kristallen, die jetzt teilweise etwas blöder platziert sind, zumindest für uns. Aber der Sven macht das gut. Zumindest glaube ich das. Ich habe da nicht so eine Ahnung von dem Spiel. Ich habe das bis jetzt auch nur ein einziges Mal gespielt. Und ja, da vorne ist eine kleine grüne Blume. Ich weiß nicht, was diese Blume kann, außer leuchten. Das ist eine Leuchteblume. Ist das nicht ein Zweig? Ja, es sieht aus wie eine Blume. Also es ist ein Zweig, der leuchtet wie eine Blume. Ich habe viele Blumen zu Hause, die leuchten. Nein, okay. Ansonsten kann ich einfach mal erzählen, das hier ist nämlich im Rahmen der Play 14. Das ist ein Computerspielfestival in Hamburg. Und wir sind jetzt hier gerade in den Gebäuden von Big Point zusammen mit dem Spieleratgeber NRW und spielbar.de. Und haben jetzt hier quasi so den Tagesworkshop Let's Play, wo wir dann halt diese Videos hier drehen. Und ja, an sich ist es ganz lustig, wir durften jetzt den ganzen Tag hier zocken. Natürlich gibt es etwas bessere Spiele und es gibt auch etwas schlechtere Spiele. Aber ja, man kann sich aussuchen, was man hier spielen will. Das heißt, es ist gar nicht so verkehrt. Und ich würde euch einfach mal empfehlen, wenn ihr das nächste Mal in Hamburg seid, könnt ihr ja auch mal vorbeigucken. Ich glaube, das geht jetzt nur noch die Woche jetzt, das Festival. Ansonsten halt nächstes Jahr wird es dann die Play 15 sein. Ja, ich weiß gar nicht, Regie, wie lange haben wir noch Zeit? Ja, ich habe es nicht verstanden. Okay, wir haben einfach Zeit. So, die zweite Errungenschaft, ach, das sind Errungenschaftsfortschritte. Ach, das war gar keine Errungenschaft, ja. So, der Sven muss jetzt noch 9 oder 7 Level schaffen, damit wir dann die Errungenschaft endlich freischalten. Das waren jetzt nur Fortschritte. Und es werden immer mehr rote Kristalle. Mach mal was. Mach mal was Schlaues. Das sah schlau aus. Ja, also im Prinzip, Physik gibt es hier nicht. Joa. Schwerkraft, ja, Schwerkraft gibt es hier auch nicht. Der Typ springt einfach runter, dieser Thor, ich nenne ihn mal Thor, ich weiß nicht, ob es... Moonin. Ich dachte, Moonin wäre der Rabe. Ach, okay, wir spielen einen Raben, der seine eigenen Federn verloren hat und jedes Mal am Ende des Levels sich selbst abholt. Das macht keinen Sinn. Aber okay, schön, wir sind jetzt hier in einem Baumstumpf-Level. Sieht nicht sehr spannend aus, aber mit vielen, vielen Leitern. Joa, wir kriegen schon Kommentare hier. Also wir sitzen hier gerade vor 12 Leuten, die sich das Ganze angucken. Darum ist das jetzt hier auch nicht so das Beste, was wir je produziert haben. Aber das passiert halt, wenn einem 24 Augen angucken, während man hier spricht. Sven ist sehr vertieft in sein Spiel, muss nur ein bisschen grinsen. Aber der Mauszeiger ist schön, das fällt mir gerade so auf. So, 2 Federn brauchst du noch, ne? Ja, dreh mal ein bisschen was. Da oben. Ja, das sieht aus wie ein Hakenkreuz. Das wollte ich jetzt nur mal ansehen. Das sieht aus wie ein Hakenkreuz, wenn man das Ding da oben dreht, aber da können wir leider nichts für. Ihr könnt euch das ja später im Video angucken, die da hinten jetzt schon anfangen zu kichern. Also das Spiel, Sven, macht das Spiel Spaß? Ja, also es macht Spaß, hat ein... Suchtfaktor, sage ich jetzt mal dazu. Man will es durchspielen.
Okay, das habe ich jetzt eben gerade noch nicht gespürt. Aber ansonsten hat es halt als Zielgruppe hauptsächlich das Spiel Leute, die halt die nordische Mythologie mögen und Leute, die Puzzlespiele mögen. Ich persönlich mag zwar auch Puzzlespiele, für mich ist das Spiel aber nicht wirklich was. Da bleibe ich eher bei Spielen wie Portal 1 oder Portal 2. Die sind mir da viel sympathischer. Und Sven, hol doch jetzt einfach mal die letzte Feder, das kann doch nicht so schwer sein. Ja. So, das sieht gut aus. So, jetzt holt der Rabe bestimmt... Ja, im Ernst, wie schaffst du es denn da jetzt bitte noch zu sterben? Bist du eigentlich scheiße oder was? Jetzt guck, jetzt darfst du wieder komplett von vorne anfangen. Ich muss hier gerade Text lesen. Langsam Schluss. Okay, ist sehr unauffällig, wie ich das lese. So Sven, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Hast du denn noch irgendwelche Schlussworte? Ja, also ihr könnt euch gerne das Spiel kaufen, wenn es euch gefällt, so welchen Mythen. Wenn ihr auch gerne Puzzlespiele macht und nicht so wie ich jetzt gerade in den Abgrund springt einfach. Ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat. Das Spiel gibt es auf Steam für irgendwie 10 Euro, keine Ahnung, wie viel das Ding kostet. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja mal ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Das Ganze wird jetzt hier ja auf dem spielbar.de-Channel sein und ich glaube, die brauchen mal ein paar User, die hier auch wirklich gucken. Ich glaube, die haben nicht viele Views. Gut, das war's von uns und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ciao.